Was ist die Pulse Chain Bridge? Wie kannst du sie nutzen und wie kannst du jetzt Geld von Ethereum rüber auf die Pulse Chain bringen? Wie kannst du jetzt sozusagen noch Geld oder beziehungsweise dir Pulse und Pulse X Anteile kaufen? Genau darüber sprechen wir heute in diesem Video. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze so funktioniert. Mich fragen so viele gerade aktuell: Ey Jakob, kannst du mir da nicht mal was zeigen? Ich brauche deine Anleitung, ich brauche deine Hilfe. Genau deswegen machen wir das heute. Dementsprechend passt gut auf. Hier sind wir auf der offiziellen Seite von der Pulse Chain. Genau, was natürlich erstmal mal praktisch ist, ist hier, so wie es auch in den anderen Videos beschrieben ist, die Pulse Chain zu deiner Metamask hinzufügen. Hier oben finden wir verschiedene Links zum Explorer, zur Bridge zum Beispiel. Wenn wir dann hier auf die Bridge klicken, sind wir direkt auf der Webseite von der Bridge. Wichtig ist das, dass genauso wie bei der Pulse Chain, bei Pulse X, dass wir halt hier eben unsere Wallet mit connecten. Dafür gehen wir hier hin, klicken hier auf Connect Your MetaMask Account. Und dann sollte grundsätzlich das Ganze so ausschauen, dass nicht das kommt, sondern dass man hier natürlich einmal kurz auf Ethereum geht. So, dann laden wir die Seite einfach mal neu, gehen auf Connect Wallet und dann sollte auch unsere MetaMask schon verbunden sein. Gut. Bei mir war das jetzt ein bisschen leichter. Normalerweise muss man das Ganze dann noch bestätigen. Das sollte aber definitiv machbar sein. Das solltet ihr alle hinbekommen. Ja? Wenn was nicht klappt, einfach mal die Seite neu laden. Ja? Sich einmal angucken, ob man bei Ethereum auch wirklich, beziehungsweise bei der MetaMask schon eingeloggt ist. Und dann dementsprechend hier die Möglichkeit nutzen und sich damit connecten. So, wir machen jetzt hier einfach mal als Beispiel, dass wir Ethereum. Zum Beispiel, wir haben Ethereum aufgeladen. Hier ist jetzt nicht wirklich viel Ethereum drauf. Soll auch einfach nur der Veranschaulichung dienen. Ne, das sehen wir dann hier. Können wir hier einfach kaufen oder per Binance, KuCoin, was auch immer, rüberschicken. So, die Anmeldelinks dafür kann ich euch unten bereitstellen. Wenn ihr Hilfe hierbei braucht, meldet euch natürlich immer gern bei WhatsApp. So, was wir jetzt machen, ist letztendlich, wir wollen Ethereum rüber auf die Pulse Chain kriegen. Dafür brauchen wir Ethereum hier. Dafür brauchen wir Ethereum als Gebühren, weil Ethereum, so wie Puls bei der Pulse Chain, ist wie der Sprit für den Motor. Ohne Sprit funktioniert der Motor nicht. Und dementsprechend, wenn wir jetzt hier maximal drücken, wird das nicht klappen, denn wir brauchen ja Ethereum für die Gebühren. So, wir geben jetzt hier einfach mal 0,18 ein. Das ist jetzt witzigerweise auch der Minimumbetrag. Hier steht Bridge Fee 0,3%. Wir bekommen 0,017 Wrapped Ethereum. Limits, ja, ist gut, wir überschreiten hier nichts. Klicken hier einfach mal auf Senden. Klick Send to begin the transfer. Hier steht es nochmal, was wir wirklich bekommen. Und dann klicken wir hier drauf. Dann kommt hier dementsprechend ja, ein Fenster, wo uns gesagt wird: Alles klar, möchtest du es wirklich machen? Möchtest du es wrappen und die Tokens auf die andere Blockchain bringen? Ja, das wollen wir. Bestätigen. So, das Ganze ist, und das zeige ich euch gleich nochmal, das war es jetzt wirklich schon. Also wenn ihr Ethereum drauf habt, war es das. Hier steht jetzt, click here to begin a new bridge. You can see the status of this bridge at any time on the transaction page. Die warten jetzt noch, ne, bis das fertig ist. Wir klicken hier einfach mal drauf, gehen hier auf Transactions. Wenn du hier auf den Transactions bist, siehst du die Transaktion, siehst die Transaktion ID von Ethereum zu Pulse Chain. Ja, siehst die Transaktionsadresse bzw. den Fingerabdruck davon, wo du auf draufklicken kannst, sobald es geschafft wurde. Du musst dann hier letztendlich noch auf Claim drücken. Da steht dann, sobald das möglich ist, nicht mehr No Transaction Found, sondern eben hat alles geklappt. Weil man muss es sich manuell hier rausholen. Ja? Wenn wir hier jetzt einfach mal auf diese Website klicken, dann sehen wir hier, wie viel Geld bis jetzt wirklich auf dieser Bridge auch ist. Es sind über 104 Millionen Dollar. Hier auf dieser Website sehen wir dann, wie viel Geld bis jetzt hier von Ethereum zur Pulse Chain gebracht worden sind. Das sind fast 105 Millionen Dollar und das in einer so kurzen Zeit, was auf jeden Fall komplett krass ist. Ja, wir sehen auf PLS Burn auch recht gut die Preisentwicklung, ne? Und sehen hier, wie viel von der Bridge bereits drüben sind. Ja, von den sogenannten oder von den 105 Millionen sind 49 Millionen bis jetzt drüben geschickt worden.
Auf Pulse Burn sehen wir auch nochmal, wie viel gebridged wurde und wie viel bereits durchgegangen ist. Wir sehen ja hier eine Prozentzahl. Wir sehen hier die verschiedenen Coinsets, DAI, USDC, Ethereum, USDT, wie viel Volumen die haben jeweils, was mit dem passiert ist, ob die hier in Liquidity Pools drin sind, etc. Ziemlich interessant. Ja, die Entwicklung ist allgemein extrem krass. Wir sind 17% schneller als Ethereum. Durchschnittliche Blockzeit von 10 Sekunden. Die Fees sind auch auf jeden Fall mehr als ermessbar oder mehr als gut. 23 Cent zum Senden, 3 Cent zum Senden von Puls, ja, 54 Cent zum Swappen, was auf jeden Fall sehr, 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 sehr fair ist. Und je mehr Validatoren hier kommen, desto besser wird das auch letztendlich sein. Habt ihr sonst noch Fragen zur PulseChain Bridge, dann meldet euch gerne bei mir. Und ich werde sicherlich noch ein anderes Video machen, wo ich einmal kurz über PulseX update. In dem Sinne, schaut euch all die Videos an und bei Fragen kommt gern auf mich zu.